Mein Name ist Dirk Ehlert. Ich bin ja Wildtierexperte in der Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz. Und ich möchte Sie heute mitnehmen auf eine Reise zu den schönsten Naturschauplätzen Berlins. Unsere Hauptstadt ist voller Hotspots von Pflanzen und Tieren. Und einen davon, den möchte ich Ihnen gerne heute vorstellen. Ich bin heute im Nordosten der Stadt. Hinter mir unmittelbar ist die Panke, eines der wenigen echten Flüsse in dieser Stadt. Und neben dieser Panke hier gibt es die Karower Teiche. Das sind vier große Teichanlagen, die stehen sogar unter besonderem Schutz, Naturschutzgebiet. Und die möchte ich Ihnen gerne heute mal vorstellen. Das ist hier das Naherholungsgebiet Berliner Barnim. Hier ist ziemlich was los, ziemlich viele Radfahrer sind hier, denn es geht hier entlang der Panke von außerhalb, also von Karow, Buch bis rein nach Pankow, immer schnurgerade an der Panke lang, und genau hier liegen die Karower Teiche. Die Karower Teiche haben eine ziemlich lange Geschichte. Ursprünglich wurden diese Flächen mal genutzt, um Torf abzubauen. In Teilen wurde dann später tatsächlich hier auch eine Karpfenzucht betrieben und in Teilen auch eine Abwasserberieselung vorgenommen. Heute, aufgrund der unterschiedlichen historischen Nutzung, gibt es auf dieser Fläche natürlich ganz unterschiedliche Landschaftsstrukturen. Waldflächen, Wiesenflächen, Sumpfflächen, Wasserflächen. Und da hat man natürlich den besten Ausblick von solchen Podesten, von solchen erhöhten Standorten. Da kann man nämlich sehr schön diese Flächen sich anschauen und dann auch sehen, was ist eigentlich hier so los. Und da empfiehlt sich übrigens immer, so ein Fernglas mitzunehmen, weil sonst kriegt man nämlich vieles von dem, was es hier zu sehen gibt, nicht zu sehen. Karower Teiche sind vor allem bei den Vogelfreunden besonders beliebt. Über 60 Brutvogelarten gibt es hier. Dazu gehören zum Beispiel Kuckuck, Fietes, Zilpzalp, Teichrohrsänger, Sumpfrohrsänger, Pirol, Neuntöter, Ringeltaube, Habicht, Sperber, Turmfalke und. Also ziemlich genial. Die kriegt man natürlich nur zu Gesicht, wenn man sich Zeit nimmt, ruhig ist und gelassen über die Flächen schaut. Und an der Aufzählung hat man schon gemerkt, das sind Arten, die in völlig unterschiedlichen Landschaften vorkommen. Na klar, weil man hier eben alles hat. Auf diesen 130 Hektar gibt es ganz unterschiedliche Strukturen und die kann man hier echt wirklich genießen. Diese Riesenfläche muss auch irgendwie bewirtschaftet werden. Es liegt also nahe, sich denn lebende Rasenmäher zu holen, wie hinter mir zu sehen, eben Freilandrinder. Die pflegen diese Fläche über das Jahr, halten das Gras kurz und vor allem auch den Aufwuchs. Und genau das ist wichtig, damit unterschiedliche Strukturen, unterschiedliche seltene Tier- und Pflanzenarten, die wir haben, auch erhalten bleiben. Und genau deswegen sind die Rinder da. Hier in den Karower Teichen gibt es vier große Seen. Einmal der Schilfsee, der Weidensee, der Inselsee und der Entensee. Und naja, was soll auf dem Entensee schon sein? Enten. Und dieser See ist tatsächlich hervorragend während des ganzen Jahres für Naturbeobachter und natürlich für Enten. Es gibt hier beispielsweise Löffelenten, es gibt hier sehr schön auch Graugänse, die brüten sogar hier, Reiherenten, Rothalstaucher, Haubentaucher, es gibt Krickenten, es gibt natürlich auch Tafelenten und es gibt Schnatterenten. Was? Nein, die gibt es wirklich. So sehen die aus. Und die zeige ich Ihnen mal. Man kann nämlich hier sehr schön auch auf den Beobachtungsturm gehen, wo man das ganz bequem alles mit einem Fernglas oder ohne bestaunen kann.
toll, das Licht ist besonders schön. Man sieht gerade Pfeifenten, Löffelenten schwimmen rum, auch ein paar Schnatterenten, ja, Höckerschwäne sind da. Die sind teilweise im Prachtkleid und teilweise aber auch im sogenannten Schlichtkleid, also im unauffälligen Kleid. Das wechseln sie immer wieder mal. Man kann zu jeder Jahreszeit alle Kleider der Vögel hier entdecken. Und jetzt hört man sehr schön Bartmeisen. Die sind hier im Schilf und brüten und die machen mal bing, bing, bing. Und da sind sie gerade vorne. Ah, toll. Ach, man steht höher und sieht die Vögel. Toll. Ja, da sind sie. Man hört sie auch. Ping, ping, ping. Die heißen Bartmeisen, weil die Männchen so schöne Bartfeder haben, sind übrigens gar nicht echte Meisen, sind sogenannte Scheinmeisen, aber weiß ja keiner. Ist ja den Meisen sowieso egal. Oh, toll. Na dann mal gucken, was uns sonst noch vor die Linse kommt. Wie zum Beispiel gerade ein Fischadler. Den sieht man nämlich oft hier in den Sommermonaten, weil in diesen Teichen er wunderbar auch Nahrung findet. Es ist nämlich ein Fischfresser und das Wasser ist flach und der Fischadler hat Hunger. Den kann man also sehr gut beobachten. Er sitzt da gerade oben am Rande des Sees und hält Ausschau nach Nahrung. Und scheint auch gerade zu fliegen. Fischadler sind in Berlin wirklich selten. Jetzt sieht man sehr schön, dass er gerade rüttelt und gerade irgendwas im Visier hat, also irgendwas im Wasser entdeckt hat. Und Fischadler in Berlin zu sehen, das ist echt eine Rarität. Jetzt dreht er wieder seine Kreise. Der Fischadler zieht über das Wasser, hat sehr scharfe Augen und sieht jetzt zum Beispiel genau irgendwas, was unter dem Wasser lang schwimmt. Jetzt steht er in der Luft, er rüttelt, fixiert an und versucht dann, wenn er wirklich was fangen will und meint es zu bekommen, dann auch durch ein heruntersausen, sich fallen lassen, das Tier, in diesem Fall also Fische, zu erhaschen. An den Karower Teichen kann man so richtig die Seele baumeln lassen. Es gibt so viele Wasserflächen, so viele offene Flächen, was man jeweils möchte. Zu der Jahreszeit kann man sich ja aussuchen und ohne die Tiere und die Pflanzen zu stören, wunderbar beobachten. Und gerade zum Beispiel vor mir neben dem Fischadler sind jetzt Zwergtaucher, Rothalstaucher. Ich höre Zilpzalpe, der Wind, der ist ganz toll, rauschend zu hören. Im Frühjahr hat man wunderbar ganz tolle Frühjahrsgeophyten, die man hier sieht. Also Frühjahrspflanzen. Das ganze Jahr über einfach herrlich und wirklich erholsam. Sie sehen, an den Karower Teichen gibt es wirklich immer Spannendes zu entdecken. Lust auf noch mehr wildes Berlin? Alle Folgen, Ausflugsziele und Führungen gibt es übrigens auf www.umweltkalender.de. Weitersagen. Tschüss.